Herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Tag an dieser wundervollen Grenze, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mit reinschaut hier. Ich find's großartig. So, in der letzten Folge haben wir ja unsere Ausbildung abgeschlossen. Ne? Erfülle deine Aufgaben so korrekt wie möglich, um befördert zu werden. Ein höherer Rang bedeutet einen besseren Verdienst. Der Grenzübergang ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Fertige so viele Autos wie möglich ab. Alles klar. Du kannst jederzeit tägliche Außenmissionen annehmen. Sie sind mit Markierung auf der Karte gekennzeichnet. Ach, das ist ja auch cool. Wehre Angriffe auf den Außenposten ab. Sie werden im Laufe des Spiels immer stärker. Ab sofort findest du an der Infotafel Bilder von gefährlichen Kriminellen, die Grenze überqueren wollen. Erkenne ihr Gesicht und nimm sie um jeden Preis fest. Sehr gut. Die Werkzeuge im Inventar sind wieder verfügbar. Was heißt das? Ja, das, was ich auch schon hatte. So, wir könnten theoretisch jetzt die Grenze wieder öffnen, um zu kontrollieren. Aber hier blinkert noch irgendwas rum. Das will ich natürlich gern angucken. Ach, hier ist das coole Ding. Ab jetzt kannst du Vlads mobilen Laden anfordern. Der Laden ist bis zum Ende des aktuellen Arbeitstages verfügbar. Du findest ihn neben deiner Garage. Werde befördert, um mit dem Telefon Gefangenentransporter anzufordern und Schmuggelware abholen zu können. Das ist sehr gut, da brauchen wir nicht selber fahren. Und das ist unser Update-Ding hier, ne? Mit diesem Computer kannst du deinen Grenzposten aufwerten, die täglichen Instandhaltungskosten kontrollieren und deine Arbeitsstatistik überprüfen. Stelle zusätzliche Wachen ein, um die Verteidigung der Polizeistation zu verbessern. Werte Gebäude auf, um Platz zu gewinnen oder deine Wahrnehmungsfähigkeit zu erhöhen. Kaufe neue Polizeiautos, um Verbrecher effizienter zu verfolgen. Das kann man alles jetzt hier drin machen. Sehr cool. Oh, das ist schön. Was kostet denn das Ding? Perfekte Kontrolle. Achso, das ist die Statistik. Nee, warte mal. Gebäude. Oh, schaut euch das mal an, was hier alles jetzt gibt. Büro, Zäune, Kaserne, Straßen, Garage. Achtbereich, Beleuchtung, Tore, Propagandaplakat. Personal, Maximov, den können wir hier ja upgraden. Ihn können wir ab... Oh, das kostet jedes Mal 800. Den müssten wir erst kaufen. Der hier vorne. Leute, ist das cool. Das ist unser Standardauto. Dann haben wir den. Den großen Transporter. Der ist halt langsam, ne? Ach, das ist ja süß. Das gab es auch noch nicht damals. Micros 26i. Nee, doch, Micros, ja. Boah, ist denn das für ein geiles Ding. Cool. So, Gebäude, was kostet denn das? 1.700. 2.200. Was gibt es denn hier alles für Möglichkeiten? So, das ist schon der Zaun, okay. Das muss ich erst kaufen, damit wir das nächste sehen. Zäune. Also, wir müssen richtig Kohle verdienen, Leute. Aber richtig heftig Kohle verdienen. Boah. Alter Schwede. Aber kriegen wir hin. Maxi, du bist bereit. Stelle sicher, dass dein Fahrzeug das zulässige Gesamtgewicht nicht überschreitet. Genau, das hatte ich ja vorhin, oder nicht vorhin, sondern in einigen der letzten Folgen gesagt. Da müssen wir auch in Zukunft drauf aufpassen, wenn das also nicht hinhaut. Okay, was haben wir hier? Einige Fahrer können gefälschte Dokumente mit sich führen. Du erkennst sie an einem ungewöhnlichen Papier oder einem nicht autorisierten Dienstsiegel. Um sicherzustellen, dass das Dokumentenpapier und das Siegel echt sind, vergleiche sie mit den Beispielen in deinem Diensthandbuch im Abschnitt Länder. Klicke auf den Namen des Dokuments, um das Dokumentenpapier zu vergleichen. Aha. Klicke auf das offizielle Siegel, um es mit dem Original zu vergleichen. Ja, da musst du trotzdem immer reinklicken, wie so ein Blöder, ne? Technische Kontrolle ist offen, gefälschte Dokumente erkennen, Fahrzeugschein, alter Schwede und Frachtbrief. Was steht denn hier bei gefälschte Dokumente? Im Zusammenhang mit der Aufdeckung von gefälschten Dokumenten hat das Hauptquartier des Grenzschutzes beschlossen, die Kontrollen an den Grenzübergängen zu verschärfen. Die Beamten sind verpflichtet, die Echtheit der Dokumente zu überprüfen. Die Feststellung von Unregelmäßigkeiten führt zur Verweigerung und wir haben einen Haufen Schmuggler. Aber gut, wir holen erstmal die Leute rein, damit es hier mal vorangeht. Und los geht's. Bitteschön, Kunde Nummer 1. Ihr ja, Arbeitstag ist von 9 bis 17 Uhr. Das sind angenehme Arbeitszeiten, finde ich. Schönen guten Tag. Oh, das ist ja eine tolle Farbe. Hallo, mein Freund. Bitte die erstmal aussteigen. Erst einmal schön aussteigen. So, was haben wir denn für eine Nummer? AYR. Aktuell noch nicht dabei. So, zeig mal deine Papiere. Dankeschön. So.
Fatima de Mies. Fahrzeugschein, 1500, das tun wir gleich probieren hier, Leute. Gültig bis 23. Oktober, Einreiseerlaubnis. Das passt auch. Du bist Tourist, sagst du? Fracht hast du keine dabei, 1520 Kilo. Das haut auch hin. Wir müssen nur kurz gucken. Du musst auch mal Platz machen, weißt du? Mach einfach mal Platz, bitte. Lass mal den Grenzer hier seinen Job machen. Ach, technische Kontrolle müssen wir auch machen, ne? Also da müssen wir aufpassen. Hier ist alles okay soweit. Du kannst schimpfen, wie du willst, weißt du? Schimpf doch einfach, wie du willst. Das ist mir scheißegal. KYR, haben wir denn eigentlich auch das Kennzeichen? 1086YF, das stimmt. Hier können wir nicht weiter reingucken. So, dein Passfoto hat auch gestimmt. So, warte mal. Wie konnte man das jetzt hier überprüfen? Ich brauche halt einen schnellen Weg, wisst ihr? Al-Akbar. Wenn du jetzt jedes Mal durchklicken musst, warte mal, kann man doch... Dokumentenprüfung, Stempel. Nee, kannst du ja auch nicht. Wir gehen einfach mal davon aus, dass das passt. So, gefunden habe ich jetzt nichts weiter bei dir. Ich würde sagen, dann darfst du weiterfahren. Bitteschön. Ja, bitte. Du bist aber auch so von Grund auf schon ein bisschen aggressiv eingestellt, oder? Kann es sein? Ich versuche auch nur meinen Job zu machen. Sieht aus, das Ding. Er hat einen Plattfuß. Verdammt, ich habe was übersehen. Nein. Verdammt. Na gut, damit müssen wir jetzt leben. Technische Kontrolle, klar. Ach, Leute. Das tut mir jetzt natürlich leid. FDF. So, wir machen gleich erstmal... Ja, okay, komm, gib mir mal deine Papiere, bitte. Steig mal aus. Dann machen wir gleich die technische Kontrolle erstmal. Ja, bewegen Sie sich bitte hier rüber. Komm, wir haben ganz viel zu tun heute. Dankeschön. So. Das Gesicht passt schon mal. Er hat auch ein bisschen was geladen. Er kommt aus Akaristan, von daher ist das alles okay. Gültig bis Oktober 79, das passt auch alles. So, wir machen ganz kurz die technische Kontrolle, mein Freund. Da sieht er ja ganz gut aus. Ja. So. Frachtbrief. Ich lade trotzdem alles aus. So. Dann haben wir. Ich kann es gar nicht... Hä? Ah doch. Das wollte gerade nicht funktionieren. Okay, vier Fässer. Biologisches Gefahrgut und Bierfass. Mm. Aber das scheint alles okay zu sein. Maxi, mein Sonnenschein. Lad das mal alles wieder ein, bitte. So, wunderbar. Jetzt können wir das nochmal überprüfen. Die Fracht. Mal weg da. Gefahrgut. Bierfässer 2. Du wirst direkt schon mal abgelehnt, mein Freund. Frachtbrief, scheiße. Nix gut. Weil es hieß ja, wir sollen jeden an der Grenze abweisen, ne? Der irgendwas Böses, Blödes hat. Tut mir leid, Jungs, das so lange dauert, aber... Ja. Ihr wisst ja, wie es ist, ne? Wir müssen auch ordentlich kontrollieren. So, hast du hier noch irgendwas drin? Wir müssen ja auch schnell und effizient arbeiten, wisst ihr? Aber das ist irgendwie manchmal ganz schön. So, kein Platten und abgewiesen wirst trotzdem. Oder gilt das auch für... Frachtbrief, Einfuhr von Gütern nach Akas. Jeder Fahrer, der Waren transportiert, muss einen gültigen. Ja. Ich kann dich also nicht in dein eigenes Land lassen. Es tut mir leid. Doch, ist so. Mal schauen, ob das jetzt richtig war. Weil der ist ja aus Akaristan. Und der wollte nur nach Hause, aber... Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Wenn ja, sind wir wieder... Sind wir, haben wir es richtig gemacht? Wenn nee, sind wir ein Stück schlauer geworden. Tschüssi. Komm bald wieder, hol dein Bierfass. Hast du bestimmt vergessen. Ja, war richtig. Aber gab nur 40 Dollar.
Und er hat einen Stress davon. Ah, ein Stinky-Dink. So, oh, schönen guten Tag, junger Mann. Ja, die Papiere bitte. Lass mal aussteigen. Natürlich. So, machen wir erstmal den Fahrercheck, ne? Sie kennen das. Papiere bitte. Dankeschön. Dankeschön. So, wen haben wir denn hier? Das Bild passt. FCI 51119 BW, das passt auch wunderbar. So, Emil. Auch das passt schon mal nicht. Sehr gut, da haben wir doch schon was gefunden. Gültig bis 9. September, alles klar. So, 6230 Kilo. Das stimmt. So, jetzt laden wir mal den ganzen Bums hier noch aus bei dir. Mit Schweinchen. Wenn wir natürlich auch nach Schmuggelgut schauen. So, die Ziege sah sehr verdächtig aus. Ihr habt es gerade gesehen, die hat sich nämlich nicht bewegt. Die sehen alle verdächtig aus. Schmuggel. Schmuggel. Kein Schmuggel. Okay. Entschuldigung, liebes Schwein. Tja. Das tut mir leid. Im Herzen tut mir das weh. Ja, mein Freund. Das sieht sehr schlecht für dich aus. Na. Oh, das ist ja der reinste Waffenhändler, der Typ. Wir gehen hier weiter. Auf jeden Fall erstmal unten rum. Ich würde sagen, wir knacken den erstmal weg, oder? Bevor der uns noch abhaut hier, bevor der auf dumme Gedanken kommt. Lieber gleich einknasten. So, herzlich willkommen bei uns. Wir suchen trotzdem weiter. Guten Morgen. Ebenso guten Morgen. Jawohl. Ja, wenn wir da draußen schon so viel gefunden haben, ne? Ja, krieg ich's nicht. Gib mir das, das ist meine. Okay, hier oben ist alles okay. Was ist da hinten los? Was ist da los? Was will er denn? Was hast du? Na, warte doch mal. Lass mich doch erstmal fertig kontrollieren, Junge. Was ist denn mit dir? Beschädigten Reifen, soll man den jetzt auch aufschreiben? Ich weiß es ja nicht. Ah. Da haben wir doch hier gleich mal den fetten Hauptgewinn. Am ersten offiziellen Arbeitstag. So, okay. Dann räumen wir den ganzen Kram weg, bitte. Das sage ich ihm mit dem Messer in der Hand, ne? Das ist auch, ich bin ein guter Chef. Ich bin wirklich ein guter Chef. So, sehr gut. Unsere Axt ist dann auch gleich durch, ne? Der nächste, bitte. Oh, was hat denn der alles dabei? Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Bleiben Sie stehen. Wie? Lassen Sie mich in Ruhe. Du, ich bin Grenzer. Es ist mein Job, dich eben nicht in Ruhe zu lassen. Deswegen steigen Sie bitte gleich mal aus. Ja, ja. Ist schon richtig. Machen wir hier lieber zu. Jetzt geben Sie mal bitte Ihre Papiere. Ja, danke schön. So, schauen wir uns mal an. Erin Onwan. Das passt. Passnummer ist auch in Ordnung. United Rally, das Zeichen stimmt, das weiß ich. So, gültig bis 14. September 79, das passt auf jeden Fall auch. So, Gepäck. 8-mal Gepäck und 2-mal Seife. Na, du bist ja wirklich komisch drauf, ehrlich. Wir schauen trotzdem nochmal eben die technische Geschichte an von deinem Auto. Okay, komm, wir laden das mal aus hier. Hör auf zu schimpfen. Bitte hör auf zu schimpfen. So, das haben wir schon mal fertig. Okay. Maximow wieder voll im Stress. So, und in die Koffer kann man übrigens reingucken. So, wie schaut's denn aus? Dann haben wir 6-mal Gepäck. Das stimmt schon nicht. Also bemerken wir das gleich im Frachtbrief. Das stimmt schon mal nicht. Okay. Dann schauen wir uns die Sache mal an. Ja, bin ich hier schon im richtigen Modus? Ja. Hier ist nichts drin. Okay. Hier ist auch alles gut.
Okay, das passt auch alles. So, dann kannst du schon mal ein... Nee, warte mal, einladen noch nicht. Wir lassen das nochmal ebenso, denn wir müssen das Fahrzeug auch noch überprüfen. Nicht, dass du hier einen Schmuschmu machst, mein Freund. Wir finden alles wieder von der Grenze. Also hoffe ich. So, technisch, dir fehlt irgendwie ein Kennzeichen, kann es sein? Ach, hier ist ja noch mehr. Warte, dann stimmt das doch. Momentamol. Momentamol. Moment. Wir wollen ja keinen Fehler machen. Gepäck 8, Seife 2. Hey, warte, dann stimmt der. Dann können wir das wieder wegnehmen. Aber wir müssen trotzdem reingucken. Okay. Der ist auch okay. Na siehst du, war doch gar nicht so schlimm, Mensch. Ist alles gut. Die sind doch quasi schon fast befreit. Ja. Wunderbar. Aber irgendwie fehlt doch hier ein Kennzeichen. Oder braucht das Ding kein Kennzeichen? Hm? Kennzeichen. Das ist auch wieder ein bisschen komisch, ne? ZKY? Der gar nicht, oder? ZKY. 972NG. 972NG, 990 Kilo. Mit dir drin oder nicht? Zeig her. Das passt eigentlich auch. Ja, dann würde ich sagen, ist eigentlich alles richtig. Oder was sagst du? Komm, einladen. Wie lange muss ich noch warten? Ja, warte doch. Mensch, Junge, ich versuche doch schon so schnell es geht zu machen. Mäuschen, hm? So. Könnt ihr ihn auch verhaften? Macht ja nicht viel Sinn. So, wir haben nichts gefunden. Es hat alles gepasst und gestimmt. Das hat auch alles gepasst. Gültig bis irgendwann. Das passt auch, das weiß ich. Wir testen mal, ob das funktioniert hat. Ja. Tschüssi. Da ist keiner mehr. Telefon? Ja, ich kann mich jetzt mit was anderem beschäftigen. Genau, ich werde die Waffen ins Lager bringen. Nicht, dass das Zeug noch schlecht wird. So. Schön rein. Unsere Axt ist auch bald durch. Da werde ich schon mal vorsichtshalber eine neue nehmen. Ja. Cool, das Messer ist auch noch gut. Das nehmen wir hier rein. So, wie viel haben wir denn? 781. Das reicht ja immer noch für nichts. Oder? Ich bin doch nicht mal Gefreiter. Den kann ich nicht upgraden. Ich habe für alles zu wenig Geld. Das ist eine Kaserne. Okay. Machtbereich. Ach, das wird dann vergrößert, ne? Mehr Beleuchtung. Tore, sie sind das Grundelement des Grenzpostens. Verbesserte Tore vereinfachen das Kontrollverfahren erheblich. Propagandaplakat. Gewinne die Gunst der Partei, indem du kommunistische Ideen unter Neuankömmlingen verbreitest. Verbessere das Plakat, um den Bonus für jede richtige Inspektion zu erhöhen. Oh, aha. Auch nicht schlecht, oder? Aber da sind wir ja noch lange nicht dabei. Noch lange, lange nicht. Machen wir hier lieber zu. Nicht, dass hier noch einer abhaut. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge an einem wunderschönen Tag. An dieser tollen Grenze. Abo und Like nicht vergessen, Kommentar nicht vergessen und dann sehen wir uns wieder. Bis dann, tschüss!